Okay, wir wasten mal 1000 und treten mal gegen die Perle an. Let's go. Los. Warum sollte ich? Nein. Verloren. Na fuck. Oh Los. Gott. Habe ich das wirklich gesagt, dass ich das Ding auf 100% machen will? Ich habe das hier vergessen. Können wir das noch wieder revidieren? Verloren. Alter. Wie soll das gehen? Oh Gott, ich weiß, das habe ich schon geschafft, aber... So ein Scheiß. Ich habe keine Lust mehr. Moment, da will ich nochmal reinschauen hier. Code eingeben. Okay, ich habe keinen Code. Oh, den habe ich ja komplett vergessen. So, was haben wir denn hier? Ach, hier wäre nochmal so ein Ziegenmensch. Aber inzwischen haben wir den ja schon. Na, mit dem brauchen wir nicht reden. Aber war hier gar nichts? Doch, da vorne. Ach so, das ist eine Flasche und ich dachte, das wäre ein Herzcontainer. Ja, dann können wir bei dem hier nicht mehr machen. So, was ich aber machen möchte, ist da vorne. Der hat nämlich da so einen Code liegen für seinen Raum. Und sobald wir zu nahe kommen, legt er die Hand drauf, damit wir den nicht lesen können. Das heißt, wir wollen den von hier fotografieren irgendwie. Ein bisschen näher. Zu weit. Okay, ich probiere es nochmal von oben. Komm her, kleine Lady. Versuch dein Glück bei dir. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Na, es ist auf jeden Fall zu weit. Aber Moment, ich brauche es ja eigentlich nur ablesen. Ich muss es ja nicht fotografieren. Also wir haben S9, S4. Die Codes ändern sich übrigens je nach Spielstand. Dadurch, ja, kann man sich das nicht einfach merken. S9, S4. Korrekter Code. Jetzt sind wir nämlich in seinem Raum und haben eine Gratisperle. Rufus Beute. Wir beklauen den einfach. Ist okay. Ist ja für einen guten Zweck. Ist ja für uns. Sorry, Rufus. Wir sind ein guter Zweck. Das ist zwar sehr aufdringlich, aber Hillis braucht die jetzt dringender als du. Dabei weiß sie noch gar nicht, wofür sie die braucht. So, dann wollen wir bei dir auch nochmal reden. Hallo, Peepers. Ein Mädchen in dieser Absteige? Dieser Duft? Ich hab's, du züchtest Schweine unten im Ozean. Wenn du dein Glück beim Hütchenspiel versuchen möchtest, musst du zuerst deine Karte durch den Decoder ziehen. Kontoidentifizierung. Okay. Und ich glaube, hier kann man nichts weiter gewinnen. Wie viel hast du zu verlieren? Gut, also wir können hier ein bisschen um Geld spielen mit dem Hütchenspiel. Ich mach das einfach mal. Alle drei durch. So, einmal gut aufs Hütchen aufpassen. Ja, das ist schwer. Oh ja, ich bin so konfus jetzt. Yay, doppelte Belohnung erhalten. So, jetzt setzen wir 100 Einheiten. Ich weiß nicht, ob man beim Höchsten was bekommt. So, wir haben die Mitte. Rechts. Immer noch rechts. Links. Mitte. Mitte. Rechts. Links. Links. Rechts. Rechts. Mitte.
Way! So, und jetzt einmal den Hard-Modus. So, Mitte! Links! Mitte! 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 Rechts! Rechts! Mitte! Links! Links! Mitte! 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 Links! Way! Okay, hier geht's nur um Kohle. Dann nennen wir ihm mal die Losung. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Den Satz kann ich mir einfach nicht merken. Wer denkt sich sowas aus? Du interessierst dich für die Perlen? Dein Einsatz bitte. So, und jetzt kommt nochmal ein Spiel in einer Mega-Geschwindigkeit. Und wir müssen aufpassen, wo die Perle ist. Oh, ich glaube, sie ist in der Mitte. Als Zimmer Nummer 3 haben, es wird dir sicher gefallen. Da ist ein schöner alter Schrank. Den solltest du dir ansehen. So, wir haben einen Zettel bekommen und wie bei den alten Resident Evil Teilen müssen wir den so drehen, dass wir das lesen können. V9B4. V. 9B4. Oh, ich hab B gedrückt, Entschuldigung. V9B4. Korrekter Code. Guten Tag, hallo. Was bist du? Du bist nur eine Lampe. Wir wollen nämlich hierhin. Ein kleiner geheimer Spind, also Schrank. Ihr wisst Unterschlupf. Jetzt sind wir bei Iris im Unterschlupf dieser Rebellenorganisation. Freunde, darf ich euch Jade vorstellen? Unsere neue Agentin. Wir haben sie erwartet. Kommen Sie näher. Das ist May, Redakteurin und Herausgeberin unserer Iris-Zeitung, Nino, unser Funker und unermüdlicher Plakatkleber. Hey! Auf diesen Monitoren können Sie die meisten unserer Korrespondenten sehen. Sie operieren im ganzen Universum in mehr als 13 Systemen. Peepers kennen Sie ja bereits. Es war seine Idee, Ihnen diesen Job anzubieten. Er wusste, dass Sie den Test bestehen würden. Man müsste blind sein, um das nicht zu sehen. Das Kind hat Talent. Hören Sie zu, Jade. Die Ereignisse gewinnen an Schwung. Eine Bombe der Dons ist im Kanal explodiert. Offenbar hat die Alpha-Abteilung den Sektor abgeriegelt. Sie haben alle von dort evakuiert. Zu Ihrem Schutz, richtig? Niemand weiß, wohin Sie gebracht wurden, Jade. Die Gouverneurin von Hillis hat sich direkt danach an uns gewandt. Sie ist bereit zu helfen, aber ihr HQ wird überwacht. Sie können uns helfen, diese Leute zu retten, Jade. Nino, erklär uns die Situation. Gut, also das wissen wir. Die Opfer wurden von der Alpha-Abteilung entführt und zur Nutri-Pillenfabrik gebracht. Dann brachte man sie mit Shuttles zu den alten Schlachthäusern. Von dort wurden sie mit Militärkreuzern zum Mond transportiert. Wir wissen nicht, was sie dort erwartet. Keiner unserer Agenten ist jemals von dort zurückgekehrt. Vor 4 Tagen verloren wir den Kontakt zu Double H in der Nutri-Pillenfabrik. Er war unser bester Agent. Unser Freund. Double H sollte uns Beweise für die Anwesenheit der Doms bringen. Seine letzten Fotos waren erschreckend. Ein Seelenfresser? Jemand muss die Mission zu Ende führen, Jade. Sie können ablehnen. Weiter. Wir brauchen Beweise. Erstens, gehen Sie in die Nutri-Pillenfabrik. Zweitens, machen Sie Fotos von den Alphas und ihren Opfern. May wird ständig Kontakt halten. Sie wird ihre Fotos veröffentlichen, sobald sie sie bekommt. Die Leute müssen die Wahrheit erfahren. Ja, das würde ich auch gern. Zum Beispiel, wer hier lügt und wer nicht. Hier ist Ihr offizieller Stadtpass. Wir verdanken Ihnen der Gouverneur. Er wird Ihnen bestimmte Türen öffnen. Viel Glück. Multipass. So. Der Stadtpass ermöglicht den Zugang zur Fußgängerzone, wird automatisch erkannt. Jade, ich habe dir eine M-Disk gebrannt. Ich leg sie hier hin. Darauf wird alles detailliert erklärt. Felis Sapiens. Großartiges Bild. Naja. Qualität war jetzt nicht so super. Hey, ich will das nehmen.
So, nutze einen MDIS-Decoder. Da sind wir hier schon mal richtig. Und ich würde sagen, wir verbinden das mit einem kurzen Speicherauftrag. Hallo? Hallo? Ich möchte das zweite überspeichern, so. Ne, hier war ich eh richtig. So, schauen wir uns mal an die Perle und die Strömung. Stromung. Die Alpha-Abteilung hat uns getäuscht. Seit Beginn des Krieges stehen sie unter der Kontrolle der Doms und nutzen das allgemeine Chaos, um unschuldige Leute zu entführen. Dank Double H wissen wir jetzt, wohin die Opfer auf Hilis gebracht werden. Erstens, in die Nutri-Pillenfabrik. Zweitens, zu den alten Schlachthäusern in Shuttles. Drittens, zum Mond in einem Frachtkreuzer. Wir müssen diesen Albtraum beenden. Jeder Beweis für die Verschwörung, den wir finden können, wird uns mehr Unterstützung in der Bevölkerung einbringen. Eine offene Rebellion würde uns ermöglichen, die Alpha-Abteilung zu stürzen und viele unschuldige Leben zu retten. Wenn die Revolte sich ausbreitet, können wir diesen Krieg vielleicht beenden. Aber wir brauchen Fotobeweise, um herauszufinden, was genau in der Fabrik vor sich geht. Hier kommen Sie ins Spiel, Jade. Aber wir brauchen Fotobeweise, um herauszufinden, was genau in der Fabrik vor sich geht. Fotos von den Opfern, Fotos von der Alpha-Abteilung, ohne ihre Helme, damit man sieht, wer sie wirklich sind. Hier kommen Sie ins Spiel, Jade. Sie übernehmen Double H's Mission. Hier ist sein letzter Bericht. 19.23 Uhr. Bin in der verbotenen Zone. 19.30 Uhr. Ich sehe Shuttles auf der oberen Plattform starten und landen. 20.03 Uhr. Ich habe es geschafft, in die Fabrik einzudringen. 20.50 Uhr. Ich bin erschöpft. Ich bin fast 3 Kilometer geschwommen. 21.10 Uhr. Ich bin drin. Das ist es. Ich sehe die schwarzen Behälter. Ein Geräusch. Hey, was? Anscheinend haben sie einen Reaper trainiert. Die Anwesenheit dieses Tieres und die Sigma-Strahlung sind der Beweis für die Anwesenheit eines Seelenfressers. Das sind seine letzten Bilder. Seitdem kam nichts mehr. 4 Tage völlige Funkstille. Double H war unser bester Mann. Er hat viel für uns getan. Dank ihm konnte das Iris-Netzwerk Kontakt zur Gouverneurin von Hillis aufnehmen. Die Gouverneurin ist strikt gegen die Methoden der Alpha-Abteilung, aber das darf nicht bekannt werden. Sie ist auf unserer Seite und will uns helfen, wenn wir die Wahrheit bekannt machen und mehr Hylianer dem Iris-Netzwerk vertrauen. Wenn Sie eine Tür wie diese finden, fotografieren Sie sie und schicken Sie das Bild an die Gouverneurin. Ihre Experten werden dann versuchen, den Code herauszufinden. Wir zählen auf Sie, Jade. Seien Sie vorsichtig. Hahn. So. Das ist erstmal so als grober Questüberblick jetzt in unserer Handtasche. Und ja, damit haben wir unsere erste Mission. Wir müssen in die Nutripillenfabrik. Jade, Sie brauchen einen Codenamen, um Ihre Berichte zu unterschreiben. Shawnee. Shawnee. Mach weiter so, Süße. Und eines Tages wirst du berühmt sein. Hier möchte ich jetzt nichts mehr. Okay, ihr könnt ja zurückscrollen. Und zwar auf diesem Hauptbildschirm. Bei dem Netzwerk gerade eben. Da waren ja die Agenten zu sehen, die für Iris arbeiten. Und da war eine Person zu sehen, der ist hier in der Stadt. Und zu dem gehen wir nochmal rüber. Na, was haben wir denn da? Wir haben uns jetzt, also, ich wusste gar nicht, dass das so schnell geht, aber wir haben uns jetzt eine Perle gekauft. Und da liegt noch ein PB1, 1500. Nehmen wir gleich mal mit. So, Kebabs brauchen wir nicht. So, und hier kommen wir jetzt mit dem Stadtpass vorbei. Und hier wollen wir rein. Mingzus Geschäft. Boah, die Musik ist so cool. So, hier haben wir was. Ein Koikumerui. Kumonryu. Entschuldigung. Okay, dieser Film ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade.
und ich werde den Film neu laden. So, hallo Ming Zhu. Hallo Fräulein. Wenn Sie etwas kaufen möchten, brauche ich erst Ihre Kontonummer, bitte. Kontoidentifizierung. Okay. Da können wir jetzt richtig viel Zeug kaufen. Aber wir werden ihm jetzt mal die Losung verraten. Sicher in ihrer Perle, in ihrer Schale ist die Perle eine Sklave der Strömung. So, Sie mögen also Haikus, wie? Ich habe eine ausgezeichnete Sammlung dieser Verse. Warum sehen wir nicht einmal im Lager nach? Ich glaube, ich habe noch ein Exemplar.